Spaß und weiter geht's. Wir verkaufen Gold und bauen jetzt gleich mal eine Straße. Glas ist bald leer. Das reicht dann auch fast mal ein Glas. Gut, und wir müssen uns mal was anderes überlegen. Venedig ist jetzt bald bedient. Und Fisch will ich nicht gerade. Das ist unstylig. Irgendwie Fisch aus Venedig transportieren. Gucken wir mal, was es in Singapur gibt. So. Die haben natürlich auch, aber wir kaufen trotzdem mal. Ja. Gloves. Was ist das denn? Muss ich sagen, soweit reicht mein Englisch nicht. Eigentlich reicht mein Englisch sehr weit, aber das weiß ich jetzt nicht. Gloves. Sieht aus wie... Also Seide wird es nicht sein. Das ist Seide. Ich schaue es mal nach. Ah. Hat sehr viel gebracht. Das ist Schloss von Malakka. Gefunden. Wieder über 10.000. Das gefällt mir. Jetzt kommt man langsam in die Regionen. Also riesige und lange Fahrten geworden. Na gut, ich meine, das Spiel ist von der Mechanik dann auch darauf ausgelegt, vielleicht auch nähere gelegene Städte untereinander zu versorgen. Aber wie ich schon bei Venedig gesagt habe, möchte ich halt gerne den Orienthandel machen und das gewinnbringend in Europa verkaufen zumindest. Das machen wir gleich noch wieder. Venedig. Das hat man gesagt. Kalkutta. Achten. Venedig. Venedig, gut. Glas mitnehmen. Und wo haben wir es? Hier ist der Zimt. Kapiol. Und unsere große Flotte. Wird dann erstmal nichts kaufen. Was machen wir denn in Venedig? Der Papst hatte keine neuen Stellen eröffnet? Doch! Dann wurde uns das nicht angekündigt. Wer damit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porto! 8. Porto! Siehst du das? Dann wären wir ja... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wunderbar! Zur Krönung des Tages kaufen wir uns was zu anderen dazu. 9 zur Popularität dazu. Wunderbar. Wir haben es ja. Das schon so früh sage. Also eben hätte ich das nicht gedacht. Aber wir scheinen schon so einige Routen zu haben, die sich lohnen. Das Glas in Venedig ausgeht. Also Industrie kann man nicht aufbauen und größer machen. Schade eigentlich. Die Birds. Erweitern die Familienvilla. Villa der Familie. Dafür stirbt einer unserer Kandidaten. Ja, du solltest doch warten, hatte ich gesagt. Achso, das ist unsere Kleine. Auf Wachten gestellt. Na, ist auch egal. Die kann ruhig hin und her fahren. Tiao Chi! Sind wir etwa schon in China? Was haben wir denn hier Schönes? Silk. Seide.
gucken, ob wir diese gelben Flüsse befahren können und etwas finden. Naja, ist auch recht. Was für ein Großhahn. Dieser Handel da. Muskatlos. Keine Stadt gefunden, die wir wirklich handeln können. So. Das lohnt sich aber mal richtig in Venedig. Nee, ich glaube, das war's. Mit unseren Militärlichen. Wir beobachten das noch ein bisschen, bis sich das ein bisschen eingespielt hat mit der Hin- und Herfahrerei und dem Glas, aber ich glaube, das war's. Machen wir hier mal andere weite Strecken auf. Sollte ich auch nochmal Novgorod probieren? Können wir mal machen. Kaufen wir nochmal den Novgorod gut ein. Das war diesmal auch große Galeeren. Ein Stück. Ja. Heiterkeit. Und beenden wir den Turn. Wie ihr seht, ich habe jetzt nicht gemessen, aber es dauert immer länger. Six new cardinal positions were just opened by the Pope. Ja. Wunderbar, der Kardinal für uns. Wenn wir gar nichts haben, dann haben wir ja wenigstens Kardinäle im Säckel. Also die Senatoren zu bribe'n ist mir bei diesem Spiel ein wenig zu heikel. Stadt rein. Ist ja okay, weiter geht's. Ja, da können wir nicht hin. Tut uns leid, dass unsere europäischen Kartografen zu schlecht sind. Kanton. Ah, endlich haben wir was Gutes. Wir haben die Knochen von St. Markus gefunden. 605. Immerhin. Und hier gibt es auch Seide zu billigeren Preisen. Erst dran. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, wie das dann im, wie man das im Hotseat handhabt. Wäre natürlich unfair, wenn man jetzt in Venedig ist und den Glas kauft zuerst. Ist dann nicht so schön. So, was machen wir denn hier? Was ist denn hier? Schön teuer. Was kann man hier kaufen? Kaufen ist klar. Wolle aus Paris? Ne, Wolle aus London. Oder eher doch... Ja, fahren wir nach Calais. Fahren wir nach Calais mit den Fellen. Vergessen. Wäre ja schön gewesen. Billige Felle, billiger Stoff. Calais soll dann wahrscheinlich dann auch eher Antwerpen repräsentieren. Finde ich ja schon gut, dass sie Stoffe eingestellt haben, aber warum es dann nicht Antwerpen ist, ist dann auch wieder mal eine Frage. So. Zu wenige Kardinäle, sage ich. Wir haben zu wenige Kardinäle. Wir müssen aber jetzt langsam wieder ein bisschen Geld machen, um uns Kardinäle zu holen.
läuft doch der Da Porto noch davon. Verdammter Da Portos. Elender Da Portos. Ha! Da Porto. Verdienst hast du's. Genau vor der Dogenwahl. Richtig so. Ich habe es dir schon immer wieder gesagt, Da Porto. Wolltest du auf mich hören? Nein. Jetzt die Frage, was habe ich gesagt? Ja. Dass er sich nicht die Finger mit Politik schmutzig machen soll. Seine Seele wird nur gerettet, indem man der Kirche seine ewige Treue schwört. Und Muskatnüsse im Orient handelt. So. Wieder mal. Wunderbares. Korn gegen nichts. Gold ist auch lange dabei. Naja. Zu viel Handel, zu viel Wohlstand auf dieser Welt, würde ich mal sagen. 3550. So viel ist das nicht. Da sollte man zum Beispiel in diese Silberflotte ankommen. Und Venedig gut versorgen. Wunderbar, das gefällt. Und da sind wir schon in Calais. Verkaufen für, ja, halbwegs gutes Geld. Das. Zu viele Kardinäle übrig. Könnte der Papst auch mal irgendwann sterben. Wann ist eigentlich meine Villa fertig? Mein Anwesen. Haben wir auch schon vor längerer Zeit angefangen. Ein Earl muss wohnen, wie ein Earl wohnen muss, nämlich in Luxus. Ach, Da Porto. Das wollen wir ja mal sehen. Siehst du Da Porto? Ja, und dann haben wir es auch bald wieder. Eine halbe Stunde gespielt, ist viel passiert. Da Porto ist aber uns auf den Fersen, wo er natürlich keine Chance hat. 38.000, 21.000, dafür sind wir beliebter. Und Da Porto, es ist schon aufgeteilt, also der könnte wirklich... Schauen wir nächste Folge. Ich bin der Earl, ich spiele Machiavelli the Prince. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, was immer ihr auch macht. Gehabt euch wohl und ciao.